Meine Damen und Herren, willkommen. Ich weiß, ihr fragt alle nach. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Okay, ich hab was. Okay. Ah, 1, 2, 3, Freestyle. Okay. Yeah. Los geht's. Was geht ab? Willkommen zu dem Podcast. Nisa raucht niemals Gras. Wieso? Es wäre eine Blamage. Machst du weiter, dreht dich in den Arsch. That's what's up. That's what's up. That's what's up. So, meine Damen und Herren, das war ein geiles Intro. Das wird unser Intro-Song. Yeah. Willkommen zu einer neuen Folge des Fantastischen Nisa und Schein Podcast. Slim Shady. Ha! My name is Ha! My name is Ha! My name is Chicky Chicky Slim Shady. Hi, kids. Do you like violence? So. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Okay. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über das Thema, das ich letztens bei der Folge angesprochen habe, und ich möchte das so gerne weiterführen. Und zwar ja. Ging es darum, wenn es dir zu privat wird, kannst du gerne abbrechen. Okay, abbruch. Oder kannst du. Wir haben darüber geredet, wie gut dein Persisch. Genau. Farsi. Farsi. Farsi ist die Bezeichnung für die iranische Sprache. Ja. Genau, was eigentlich primär aus Grunzen und irgendwelchen Schweinelauten besteht. Schwarz. So, du hast gesagt, du verstehst alles zu 100%. Aber wenn du sprichst, jetzt mal ehrlich, wie gut bist du? Hör ich mich an wie so ein Tourist. Oder einer, der es gelernt hat, mit so einem Wörterbuch rumläuft. Das heißt, wenn du, ich bemerke es ja nicht, aber wenn du mit anderen sprichst, klingt das ja für mich, als würdest du das können. Weil ja. Ich sehe auch immer andere Iraner, die reden ja immer mit dir iranisch. Das heißt, wenn du ja so schlecht wärst, würden die sagen, ach komm, ich rede nicht mit dir, der spricht das nicht so gut, aber die reden immer mit dir iranisch. Ja. So, ja, Teletubby, Chubby, Hubby, Ruby, Mubi, Wubi, Ruby, Kruby, Rubiks Gürtel. Ruby, war die nicht von Bill Cosby? Ja, genau. So, Dadash, Babash, Habash, Shabash. Ja. So. Also, ich sag mal so, wenn man so am Street-Slang redet, ja, halt, da merkt man das nicht. Ja. Aber sobald es dazu kommt, dass man über 5 Minuten, 10 Minuten reden muss, dann hört man das raus. Ich mache viele grammatikalische Fehler. Also wie im Deutschen. 1, 2, 3, Ewald. So, wie im Deutschen. Aber man hört das direkt von meiner Aussprache, weil ich hab das so sozusagen als Kind immer, also ich als Kind habe ich es immer gesprochen, ja, bis zum gewissen Alter. Ja. Red weiter. So. Das war eine Warnung. Red weiter. Auf jeden Fall, als Kind habe ich das immer gesprochen. Mhm. Aber nur. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, da habe ich deutsche Freunde bekommen, türkische, kurdische, afghanische Freunde. Hättest du lieber nicht machen sollen. So, dann hat das immer aufgehört. Ich habe nie iranische Freunde gehabt. Früher. Okay. Aber ich wollte auch noch was ergänzen. Ja, ja, klar. Wie die Ergänzi. Ja. Die Ergänzi, stimmt. Das hab ich ganz vergessen, Mann. Die Ergänzi. Die Ergänzi. Ja, aber jetzt heißt es Studio 11 Ergänzi. Ja. Auf jeden Fall ist das so, dass man, dass, es wird ja behauptet, ja. Es gibt ja ein Klischee, dass die Perser oder Iraner, ja. Wie ich sie gerne nenne, ja. Statt Persien, man sagt ja auch nicht, guck mal, das sind Osmane oder Germanen. Ja. Ja. Aber die Iraner versuchen immer so an ihrer angeblich so krassen Kultur festzuhalten. Boah, uns gibt's ja, uns gibt's, ja, boah. Ja, auf jeden Fall, ich zieh nicht die Wörter so lang. Ach so! Ja. Und so, die Betonung ist bei mir komplett Street. Gangster, ja. Gangster. Du bist so wie wenn Ice Cube iranisch ist. Ja, genau. So ja. Ist das? Ja. Okay. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah. Wenn du es nicht beantworten willst, kann, ja. Musst du es nicht machen. Die Leute wissen ja, wenn nicht, hoffe ich, dass jetzt. Deine Mutter ist ja keine Iranerin. Ja. Deine Mutter ist eine Europäerin. Ja. Spricht deine Mutter iranisch? Sie versteht fast alles. Aber spricht nicht so gut wie du. Nein, spricht gar nicht. Gar nicht, deswegen, darauf will ich nämlich hinaus. Nein, sie spricht gar nicht. Aber wie sie konnte es dann sein, dass du das gelernt hast? Weil das finde ich faszinierend, jetzt ohne Spaß. Weil alle Mischlingskinder, die ich kenne, die sprechen, wenn überhaupt, nur die Sprache, wenn es im Haushalt gesprochen wurde, weil beide Eltern es sprechen. Zum Beispiel, der Vater ist Afghane, die Mutter ist Deutsch, aber die Mutter hat auch Afghanisch gelernt, Pashtu, ja, bevor sich hier wieder einige angegriffen fühlen. Und deswegen hat das gelernt. Aber meistens ist es so, wenn nur der Vater es spricht, ja. Oder nur die Mutter, ja. Geht ja auch, sagen wir mal, die Mutter ist Griechin, der Vater Deutsch, dann lernt das Kind kein Griechisch, wenn der Vater es nicht auch spricht.
Das bedeutet, wieso, das fasziniert mich bei dir, dass du das kannst, obwohl deine Mutter nicht spricht. Weil mein Vater als Kind sehr viel mit mir zu tun hatte. Ja. Also er hat sich sehr viel Zeit genommen. Man hat dann immer mit dir Iranisch gesprochen. Immer, immer. Aber irgendwann, als ich älter geworden bin und mein Vater dann viel mehr arbeiten musste und dies, das, deswegen hört sich ja auch mein Iranisch so an, wie es jetzt heute ist, weil ich es nicht komplett richtig gelernt habe. Verstehst du? Ja. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt 2 Stunden unterhalten könnte. Ich mache sehr viele Fehler, viele Wörter kenne ich nicht. Aber warum sieht das immer für mich so aus, wenn du mit deinen iranischen Leuten redest, als ob ihr so normal redet? Ich check das gar nicht. Ja, weil diese Basics habe ich drauf. Aber es gibt ja auch noch so andere, nicht Basic-Sachen. Ja, genau, ja, genau. Das heißt, theoretisch könntest du und dein Vater euch unterhalten, ohne dass deine Mutter das checkt. Ja, aber mein Vater hat es nie gemacht. Weil mein Vater immer gesagt hat, du musst Respekt vor deiner Mutter haben und die muss immer verstehen, was du sagst. Sehr gut. Aber wann hat er denn mit dir geredet? Nur wenn ihr alleine wart? Ja, so als Baby, so als Kind, immer so. Und das, was du heute kannst, ist von da das, was du so aufgesogen hast. Genau, aber dann irgendwann, es war ja so, ich habe mit 12 Jahre oder 13 Jahre mit keinem Iraner was zu tun gehabt. Mit niemandem. Besser so. So, keine Freunde, immer von anderen Ländern oder Deutsche, ja, oder andere. Aber jetzt so die letzten 2, 3 Jahren hat sich das wieder so entwickelt. Ja, ich bekomme ich auch mit. Genau, zum Beispiel Fasan, DJ YD, ja, ein sehr guter Freund. Arin. Wenn die miteinander sprechen, dann frischt das so wieder auf. Das ist genauso, weißt du, wie das ist? Wenn du jetzt, okay, du bist ein schlechtes Beispiel. Wenn meine Schwester jetzt nach Georgia, Wisconsin geht, ja, dann spricht die nach 3 Wochen wieder besser Englisch und nach 1 Monat wieder fließend. Okay, okay. Genau, ich habe nie den Bezug, weil ich war das letzte Mal im Iran vor 12 Jahren oder so. Aber das heißt, alles, was Iraner, also wenn Iraner reden oder eventuell so denken, aha, guck mal, der bekommt das nicht mit, der das halb Blut, dann checkst du immer, die können nicht so reden ohne das. Ja, ja, ich check alles. Du weißt alles. Und die Leute sagen ja auch, ich sehe nicht aus wie ein Iraner. Ja, das stimmt. Jeder sagt, ich sehe aus wie ein Grieche oder ein Portugiese. Ja, weil du halber Europäer bist, das darf man nicht vergessen. Ja, aber bin ich hell? Ja. Und du hast ja auch so beige Haare. Und beige Bart. Nein, das ist ja kein Schön. Nee, so beige braun. Ich weiß auch nicht, was du bist. Du siehst halt so. Du siehst aus wie Timon von Timon und Pumba. Du siehst aus wie Chris Brown. Du siehst so, ja, beige. Ja, du bist so ein beiger Iraner. Du bist das beige Baby. Okay, das ist also, weil das finde ich echt faszinierend, dass dein Vater das doch so hinbekommen hat, weil das ist eigentlich nicht einfach. Ja, aber jetzt in der Zukunft wird es wieder schwer für mich. Ja. Ja, ja, da ist komplett weg. Weil ich muss das verhindern. Ja, das stimmt. Ja. Aber das machen wir schon. Wir tüfteln einen Plan aus. Ja, aber das, guck mal, das Problem ist. Die Leute wissen gar nicht, worüber wir reden, das ist voll geil. So, wenn du, also das Problem ist jetzt, ne? Ja. Guck mal, bei uns ist ja zum Beispiel, guck mal, die, also die, unsere afghanischen lieben Mitbürger, ja, die verstehen ja auch teilweise eben. Ja, die verstehen ja alles, die sprechen auch Indisch und so. Die genau, sind ja komplett, die sind ja da, also Türkmenen, ja, können ein bisschen, ja, ja, Aserbaidschan kann ein bisschen, Armenien kann, mhm, aber ihr seid ja 80% der Weltbevölkerung, kann ja eure Sprache. Und das Problem bei Arabern ist, die können nicht, weil sie sprachtalentiert sind. Doch, wir sind sprachtalentiert. Nein, nein, nein. Ihr könnt das aus einem anderen Grund. Ja, weil Französisch, Spanisch, Italienisch. Italienisch. Ja. Dann seid ihr auch immer nur in diesen Ländern irgendwie, ja, komisch. Dann könnt ihr sogar. Man muss die Länder, die man erobert, man muss denen ihre Sitten und Sprachen, deren Sprache lernen, damit man die vernünftig. Ich habe mal einen Araber gefragt, ein guter Freund von mir. Ja. Schöne Grüße. Ich habe gefragt. Ein Araber kann nie ein guter Freund sein, das will ich Ihnen nochmal sagen. Sag ich so zu dem, der war was stylisch. Sag ich zu dem, warum könnt ihr alle Sprachen? Italienisch, Französisch, das, Spanisch und so. Sagt er so, ja, klau du mal auf Arabisch alles. Das ist schwer. Das ist schwer, ja. Deswegen musst du noch die Sprache können. Ja, ja. Verstehst du jeden Araber? Nein. Aber was heißt jein, sag ich mal so. Guck mal, es ist so, es ist, es herrscht ja, es besteht ja, also der Trugschluss ist ja, ne, dass die Leute denken, Araber sind ein Volk und das ist alles die gleiche Sprache. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es gibt, ich schätze jetzt, 20 arabische Länder, weiß ich nicht, 15, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Emirate, Saudis, Saudi-Arabien, Libanon, Libyen, Syrien, Irak, was weiß ich, ja. Und jedes Land hat eine eigene arabische Sprache, einen eigenen Dialekt. Es gibt natürlich so. Gibt's keine Basics? Es gibt so Wörter, es gibt natürlich so Überschneidungen, ja. Und der Kern von all diesen Sprachen ist natürlich das Hocharabisch, was an Schulen, an Universitäten gelernt wird. Der Koran ist in Hocharabisch geschrieben. Die Politiker unterhalten sich nur auf Hocharabisch. So, das verstehen dann alle? Das verstehen alle, die dann in der Schule waren. Ich nicht. Ich kann die Sprache nicht. Sprichst du besser Arabisch oder Deutsch? Ja, Deutsch. Ganz klar. Bist du auch stolz drauf? Ja, klar. Ich bin ein Deutscher.
Ich bin ein Deutscher. Also Arabisch war nur eine Zweitsprache, Fremdsprache. Ich bin ein Deutscher mit arabischen Eltern. Das ist geil. Ja. Ich bin ein Deutscher mit arabischen Eltern. Allerdings, jetzt kommt der Punkt, mein Tunesisch ist Arabisch, weil meine Eltern, also mein Vater ist hier hingeschwommen, ist fast perfekt. Ich bin natürlich ein bisschen eingerostet, aber ich spreche akzentfrei, dialektfrei. Das heißt, wenn du da bist. Die checken gar nicht, dass ich Europa bin. Manchmal laufe ich meinen Geschwistern rum und dann voll dreist sagt der am Markt, ey, wo hast du die klar gemacht? Dann sag ich, das sind meine Schwestern, du Vollbauer. So, weil er denkt, ich bin einfach so ein Typ, der die Touristinnen abgeschleppt hat. Das dachte ich auch am Anfang. Ja, du siehst aus wie so ein Animateur. Ja, und vor allem in Tunesien. Guck mal, ich laufe ja in Deutschland, ich bin ja bekannt, wenn man mein Video immer wie ein Penner rum. In Tunesien ist es noch schlimmer, weil da bin ich ja komplett auf entspannten Modus. So Schlappen. Schlappen, Unterhemd mit so Loch drin, Ölflecken und so laufe ich rum. Und mein Vater kommt aus so einem Dorf, wo es so drei Häuser, ein Hund und ein Plumpsklo. Nur das ist da existent. Das heißt, das ist so ein richtiger Bounce, so wie hessisch. Ja. Das heißt, wenn ich so loslege, rede ich wie so ein tunesischer Hesse. Money. Ein sicher, ja, was genau, hier los? Ja, genau so. Halt die Fresse, wenn ich rede. Ja. Sag mal, hier los, hier los. Ja, genau, das heißt. Geh mal wieder rüber. Ja, die denken, ich bin so vom Kern. Also manchmal, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin aus Deutschland, dann fragen die mich sogar, wann bist du rübergeflogen? Sag ich, was für rübergeflogen? Ich bin da geboren. Niemals, sag ich, warum sprichst du so gut? Das ist halt, weil mein Vater extrem viel Wert darauf gelegt hat. Aber mein Vater war auch ein Oxymoron, so wie ich. Der hat extrem Wert auf die Sprache gelegt. Ich musste das immer sprechen, ja. Also auch wenn ich auf Deutsch mit ihm geredet habe, hat er gesagt, ich spreche Arabisch. Aber der hat mir zum Beispiel verboten, mit ausländischen Kindern rumzuhängen. Ich schwöre. Geil. Ich durfte nur mit deutschen Kindern rumhängen. Geiler Typ. Nur, häng nur mit Alex rum, häng nur mit Thorsten rum, häng nur mit Volker rum, häng nur mit Job rum. Ich durfte nur mit diesen, der hat das gehasst. Der hat gesagt, die bringen dir nur Blödsinn bei. Was natürlich auch stimmt. Mein Vater ist so wie Xavier Naidoo, ein Ausländer, der Rassist ist. Und bei ihm ja. 20.000 Meilen ist auch ein bisschen wahr. Das passt, ja. Passt. Das passt. Deswegen sprach, also da bin ich on point. Aber du bist aber auch sehr sprachbegabt. Also dein Deutsch ist ja rein zu perfekt. Und du sprichst auch ein sehr schönes Deutsch. Ja. Zum Beispiel Jesus, ja? Dem, ja, Jesus, müssen wir hier sagen, folgt alle Jesus auf Instagram, ist der einzige Mann in der Bundesrepublik Deutschland, mit einem Migrationshintergrund. Was ist der? Sein Vater ist Deutsch und seine Mutter ist Griechin. Aber Jay, bei dem ist es auch sehr faszinierend, er spricht, also laut seiner Aussage, aber ich glaube ihm auch, weil der ist kein Babbler, so wie du sagst, er spricht fließend Griechisch, also auch besser als Griechen aus Deutschland. Er hat mir aber auch erklärt, warum. Nicht, weil er sich einfach damit brüsten wollte, er hat mir erklärt, warum. Sein Vater ist ein Deutscher, aber das war immer einer, der die griechische Kultur geliebt hat. Also bevor sein Vater... Jesus, verzeih mir, falls ich dich falsch zitiere. Bevor sein Vater die Mutter von Jesus kennengelernt hat, war das einer, der immer mit Rucksack nach Griechenland gegangen ist, so in den Bergen 3 Monate gelebt hat mit den Schafen, der zu Tanzkursen gegangen ist, so, also voll der Griechenland. Wie Steven Seagal mit Japan. So ist Jesus' Vater mit Griechenland. Nein, ernsthaft. Ein richtiger Grieche. Ja, der hat so das voll geliebt. Und nur aufgrund dessen hat er sich auch eine griechische Frau geholt. Weil er schon immer Griechenland und die griechische Kultur geliebt hat. So wie Männer, die auf schwarze Frauen stehen zum Beispiel. So, dann. Aber er war Deutscher. Ja, das ist ein Deutscher, ein richtiger Deutscher, so ein Hans Müller. Der heißt jetzt nicht so, aber. Und der hat dann Jays Mutter kennengelernt. So, und das heißt, im Haushalt wurde direkt nur Griechisch gesprochen, Griechisch gekocht. Die Mutter hat ja Jay erzogen, der Vater war arbeiten. Jay wurde auf eine griechische Schule geschickt. Das heißt, wo auch die Sprache. Das heißt, der ist da richtig. Das heißt, obwohl er ein Deutscher. Und das ist ja das Geile. Er hat einen deutschen Vater, eine griechische Mutter, er spricht Deutsch. Also, Jay ist der Einzige, der sich mit mir messen kann, wo ich sogar gerne den Titel abgebe, ja. Aber man muss bedenken, du bist ja ein richtiger Kanake eigentlich. Du bist ja auch noch Nefri. Du bist ja auch Nefri. Und sein Griechisch ist wahrscheinlich so wie sein Deutsch. Natürlich nicht so krass, weil du. Aber er spricht ein sehr schönes Deutsch. Ja, Jesus ist. So, man hört ihn gerne zu. Ja. Er ist. Und dir auch. Ja. Also, wenn ich und der uns unterhalten. Aber du kommst da manchmal so, du sprichst so ein perfektes Deutsch und dann sagst du einfach irgendwie hier, du mit deinem Rucksack. Ja, genau. Ja, manchmal. Das ist dann so diese. Manchmal muss man so auch. Aber du bist ein positiver Mensch, du färbst ab. Ja. Wenn ich so überlege, wie ich vor 4 Jahren vor meinen Freunden gesprochen habe. Danke, danke. Ja, positiv. Ich versuche immer alles. Alles an mir ist positiv. Auch mein HIV-Test. Ja. Boah, du bist der König im Reinscheißen. Ja, ne? Also das machst du aber extra, ne? Ja, ich mag nicht, wenn es zu emotional wird. Woher kommt das eigentlich her? Das ist, glaube ich, jemand, guck mal, wenn. Ich habe das ja von dir so. Guck mal, du hast ja auch schlechte Sachen abgefärbt.
Wenn jetzt jemand zu mir früher kam, hat, ja. also zu mir früher kam, ja. früher zu mir kam, so, ja. und sagt zu mir, ey, Scheiern, das und das, sag ich, okay, wenn du das nicht willst, dann Pech. Ja. Oder er ändert seine Meinung und sag ich, okay, du hast deine Meinung geändert, dann machen wir das. Ja. Aber du hast ja eine Gabe. Man kommt zu dir und sagt so, ey, komm, wir machen so. Nein, wir machen es jetzt doch so. Aus Prinzip mache ich das nicht mehr. Ja. Nö. Ich habe mir das ja auch jetzt angelernt. Sag ich, nö, jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist aber wenn geil. Du nicht, woher kommt das? Das ist dummer Stolz und falsches Ego. Ein Ego ist immer so. Ja, aber du machst das lustig. Ja, das ist ja die Kunst darin. Dass du das so humorvoll verpackst, dass die Leute das Schlechte darin nicht sehen. Ja, aber was? Jetzt erst recht ja. nicht. Nö, jetzt will ich nicht mehr. So einer so, nö, jetzt ja. nicht. Das ist aber zickig. Ja, das ist zickig. Oder wenn einer sagt, ja, aber das ist doch so und so, von wo willst du das? Von wo willst du wissen? Woher nimmst du diese Kannst du mal bitte kurz mein Ding posten? Ich, morgen. Ja, okay, jetzt will ich nicht. Ja, genau, das ist diese. Ja, Leute, die sind noch schlimmer. Ja. Da darfst du nicht mal eine Gegenfrage stellen. Aber geil. Ja. Magst du das iranische Essen? Ich liebe das iranische Essen. Also bist du richtiger Fan? Ja, also ich esse auch nur 90% iranisch. Echt? 90%. Ich dachte türkisch. Nein. Weil du halt oft draußen in türkischen Restaurants isst, so meine ich das. Ja, weil die iranischen Restaurants sind sehr teuer. Ja. Bist du Fan von der iranischen Küche? Ich liebe es. Also könntest du es jeden Tag essen? Ich esse es jeden Tag. Nicht könnte, ich esse jeden Tag. Und so, das wird dir nicht langweilig? Nein. Wenn es was anderes gibt, bin ich abgefuckt. Wirklich? Ja. Okay, warte mal. Ist die iranische Küche deine Lieblingsküche? Ja. Sicher? Liebling. Sicher? Sicher. Über italienische? Ja. Du bist dir sicher? Ja. Boah, das ist aber ein Statement hier. Also wirklich, guck mal, du musst überlegen, es ist sehr vielfältig. Mhm. 99% Reis? Ja, ich weiß. Es ist halt auch verschiedene Variationen. Der Reis? Der Reis. Ja, manchmal ist der so gelb mit so gelben. Ja, das ist Safran. Ja. Ey, was ist mit eurem Safran? Warum seid ihr so Fan davon? Ja, da macht man so einen Tropfen und dann wird der ganze Reis gelb. Aber das ist, alles wird gelb. Ja, aber warum sind die Iraner so Safran-Fan? Weil Safran einer der edelsten Gewürze der Welt ist. Ich kann es im Aldi kaufen. Jein. Aldi ist so, es gibt, guck mal, das, du musst überlegen. Das ist so Fake-Saft, das Topstar-Cola. Genau. Ach, ich denk mal. Ich hörst du, Freeway. Ja. Freeway-Safran. Das ist Freeway-Safran, genau, wirklich. Guck mal, es gibt von Safran mehrere Stufen. Weißt du, warum das so teuer ist? Es hat ja fast den gleichen Kilopreis wie Gold. So ungefähr sagt man immer, das sagt man so. Ja. Ich glaube, ein Kilo kostet da irgendwie 30 Euro. Ich will nichts Falsches sagen. Ja. Was, Kilo, Gramm. Ein Gramm, sorry. Ein Gramm 30 Euro, sowas. Glaube ich nicht. So, sag ich dir, warum. Die Arbeit dahinter steckt. Du musst überlegen, da kommt eine Riesenblume raus. Ja. Und die wird dann so 700 Mal geöffnet. Ja. Und dann nimmt man so einen Faden raus und das ist dann nur ein Faden. Aber sicher, dass das so ist? Ich weiß ja, nicht. Ja, ja, doch. Ja, aber Safran gibt es überall. In jedem Restaurant kannst du so Nudeln mit Safran ja, holen. Ja, aber das ist so B-Ware. Wer sagt das? Weil ich das weiß. Richtiger Safran. Aber ich weiß, dass die Iraner aus falschem Stolz oft Sachen aus ihrer Kultur und ihrem Land größer machen, als sie sind. Guck mal, erstmal 90% der Iraner haben kein richtiges Safran, weil sie es nicht leisten können. So, die sollen mir keinen Schwachsinn erzählen. So. Ah! Jeder Besuch, wo du zu deiner Familie gehst, die haben keinen. Denkst du, die holen? Bruder, denkst du wirklich? Kommt ein Besuch sonntags, du magst ihn wahrscheinlich gar nicht mal und die geben mir einen teuren Safran für den. So. Guck mal, mein Vater versteckt den Safran. Ich sehe das ja. Der versteckt den in so Dosen, dass den niemand findet, keiner anfasst. Anfasst, Scheiße. Anfasst. Meine Güte. Sorry, sorry, ja. Das ist ein richtig, ja. Fauxpas. Ja. So. Anfasst, da kriege ich Gänsehaut. So. Auf jeden Fall, der versteckt das und dann, wenn er das rausholt, dann wird das so 700 Mal ausgepackt von ihm. Und dann, Bruder, nimmt er eine Pinzette. Ich schwör's dir. Nein, du laberst. Eine Pinzette. Der nimmt so ein Wasserding, ne? Eine Pinzette und macht das rein. Und ich schwör's dir, ey, nächstes Mal, ich sag ihm, der soll das machen, ne? Ja. Wenn du dabei bist. Ich schwör's dir. Du siehst, innerhalb ein paar Sekunden, das ganze Wasser wird komplett rot. Weil so eine Kraft dahinter steckt. So. Aber wieso rot? Ist es nicht gelb? Gelb wird dann der Reis. Ah, okay. So. Auf jeden Fall. Es wird so knallrot, so gelb, so Gold. Deswegen sagt man Gold, so Goldfarbe, ja, so rötlich-gold. Ja. So. Ja. Ja. Deswegen sagt man Gold, dann kann ich auch zu Uringold werden. Ja, kannst du es. Mein Urin ist Gold. So, auf jeden Fall. Und das ist sehr teuer. Es gibt natürlich Safran bei Aldi, die kannst du
ich war in der Türkei. Dann sagt er so, hey, my friend, you are come from? Ich sage, from Iran, but I live in Germany. Ja, ey, scheiße. Yeah, ja, das ist der Wisconsin-Englisch. Das ist der Wisconsin-Englisch. Und er sagt, die Leute reden wieder Englisch. Bijamistisch. Ja. Und dann hat er gesagt, hier, Safran. Ja. Und ich kaufe das voll stolz von meinem Taschengeld. Ja. Blablabla, das war 2007, ich weiß noch. Erste Mal in Urlaub. Ich komme nach Hause, ich so, Baba, guck mal, ich habe von unserer Familie Safran gekauft. Und er sagt so, schäm dich, dass du mein Sohn bist. Sag ich, warum? Sagt er, der hat dich erstmal verarscht. Ja. Zweitens, es gibt verschiedene Variationen, es gibt das, es gibt Ernte. Aber ich sag, hör mal zu, ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir eine Doku angeguckt. Ja. Und die Doku erklärt das genau. Dann kannst du nochmal gucken. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, tut es mir nicht leid, weil es mir egal ist. Yeah. Aber guckt euch die Doku an. Ich glaube, es gibt nur also zwei es gibt, Länder. Also es gibt verschiedene, Iran und Argentinien, glaube ich. Es gibt verschiedene Safran-Sorten genau. Oder Arten, es zu ernten. Beides. Beides. Es gibt aber, glaube ich, nur zwei Länder oder drei Länder, wo das überhaupt wächst. Aber es gibt verschiedene Safran. Das ist genauso wie Qualitätsware. Kennst du so Äpfel? Sind A-Ware, B und dann die schlechten, die kleiner sind oder wie Tomaten, die kommen dann woanders hin. So ist das. So wie so ein normales Obst. Da wird ja auch geregelt. Aber findest du, Safran ist so ein krasses Gewürz? Es schmeckt schon extrem. Also, ich weiß gar nicht, dass das so krass ist. Kennst du das so? Es hat einen sehr intensiven Geschmack. Ja, hat aber Kot auch. Ja, aber das schmeckt. Kot nicht. Boah, willst du wissen? Ja, hast du es probiert? Wer weiß. Ja. Ich bin ein experimentierfreudiger Mensch. Erzähl mal was über Datteln. Über Datteln. Ja. Tunesien, Exportland Nummer 1, Datteln. Ja, krass. Wie viel macht ihr Umsatz? Wie viel ist euer Bruttosozialprodukt? Das Bruttosozialprodukt von Tunesien ist weniger als eine Auftrittsgage von mir. Also. Ich habe aber nie behauptet, dass... Warte mal. Lass mich mal kurz sagen. Ja. Das größte Import-Exportland für Datteln. Wie kann ich mir das vorstellen? Das kannst du dir vorstellen, dass Tunesien sehr beliebt auf dem Dattelmarkt ist. Ja. Wie ich im Triangelmarkt. Also erzähl mal. Datteln. Du machst dich ja über Safran so lustig. Aber eigentlich, man sagt ja, das ist. Nicht lustig, ich find's nicht so krass. Ja, das ist doch meine über Meinung. Datteln. Ich, Datteln schmecken. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Datteln ist das Nonplusultra in der Nahrungskette. So. Hä? Was mit, ja, ich finde Datteln jetzt nicht so. Esst du so Datteln? Ich esse Datteln, ja. Aber einfach so. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ey, Datteln haben mein Leben verändert. So. Warum? Ja, aber es ist einfach eine also Dattel. Wenn's jetzt eine außerdem sieht Dattel aus wie so... Verschrumpfte Eier. Ja, genau. Dattel sieht aus, wie wenn eine Birne Krebs hätte. Das ist eine Dattel. Ja, genau. Ey, willst du hier einen Dattel-Shop aufmachen? Ja. So Nisas Datteln. Nisas Datteln? Ja. So, dann exportiere ich die. Ja, aber was, aber da gibt es ja nur eine Version, oder nicht? Ich exportiere die aus Tunesien, indem ich sie hierhin importiere. Okay. Ja, Datteln. Und dann gibt's Harissa. Dann Harissa. Wer ist das? Guck mal die. Das Nummer 1 Gewürz ist so eine scharfe Soße aus Tunesien. Ja. Die ist in jedem Gericht drin. Also guck, merkt ihr eine Sache in Tunesien, ne? In jedem Gericht. Jede. In jedem. Ja. Ist Tomatenmark und Harissa in jedem. Deswegen macht mein Vater Tomaten in jedes Essen. Ja, das ist in jedem Gericht. Die haben so Kreativität gleich null. Also wenn ich mir Spaghetti bestelle, ist Tomatenmark drin. Ist Tomatenmark drin bestell und Harissa. Bestelle ich mir irgendwas mit Hummus? Ja, ja, guck mal, da ist jetzt auch nochmal ein ganz pikanter Unterschied. Hummus, das, was in der westlichen Hemisphäre bekannt ist, ja, ist... Die Kichererbsen, die paniert sind. Genau, in, was nicht die paniert. Libanesen essen. Ja. Hummus in Tunesien sind nur Kichererbsen. Das heißt, wenn du zu einem... Haben mir doch Libanesen erzählt, oder Syrer, wenn die in Tunesien Urlaub gemacht haben, und die haben gesagt, ey, bring mir mal Hummus, da hat er denen einfach eine Schüssel Kichererbsen gebracht. Weil es das bei uns nicht gibt, so gepresst. Das sind, wenn du sagst Hummus, dann ist das einfach Kichererbsen. Es gibt nicht nee, es diese, gibt diese Brühe. Genau. Diese Brühe passt mir auch nicht. Die sieht aus wie so Katzenkotze. Ich liebe Hummus. Hummus schmeckt geil. Ja, ja, okay, gut. Also Harissa und Datteln. Ja, gibt's wie... Ja, warte mal, guck mal, warte mal. Du musst mich jetzt anzugreifen. Nein. Ich hab doch wie viele Variationen gibt's denn Datteln? Wie viele Variationen? Was weiß ich? Wie war das? Gibt's so... Geh ich zum Markt und da sind so 70 Säcke von Datteln. So, Datteln die, Datteln das, Datteln die. Datteln ist die da, die da, die da, Datteln die da. Die Datteln. Ja. Weiß ich kommt nicht. Irgendwann, sagt, ich bin nicht bewandert in der Dattelszene. Ich bin da, mein Know-how reicht da nicht es aus. Es gibt einen Schwarzmarkt für Datteln. Weiß ich so nicht. So Unterwelthandel. Bei Safran gibt es das bestimmt. Ich bin da nicht, guck mal, ich bin eh ein Deutscher. Ich mag nur so. Esst du Sauerkraut mit Knödel? Nein. Muss man als Deutscher Sauerkraut mit Knödel essen? Klar. Nein. Doch. Das ist ein Vorurteil. Ja, was sonst? Currywurst oder was? Ja, siehst du.
Meine Mutter isst das gerne. Sauerkraut und Knödel. Dann macht die mit rote Beete, sowas. Aber ich bin deutscher als deine Mutter. Weil ich aber wie kannst du das nicht essen? Es schmeckt mir nicht. Ist das einmal eins? Nein, das ist nicht das einmal eins. Das ist doch so ein Klischee. Ja, das Klischee. Ja, als Deutscher musst du das essen. Das Klischee, das auch mit Iran und mit Safran ist. Nein, das ist kein Klischee. Das habt ihr in jedem Essen so, macht ihr so. Ja, ist auch Klischee, dass Nasenoperationen im Iran gemacht werden. Ja, das ist kein Klischee, das ist die Wahrheit. Nein, das ist ein Klischee. Kennst du eine Iranerin ohne Nasen-OP? Ja. Wen? Ich möchte ihren Namen nicht. Das wird zu privat. Also, ich möchte, dass alle Iranerinnen, ja, alle, mich anschreiben, die keine Nasen-OP haben. Ich garantiere dir, es kommt eine Nachricht. Maximum. Und die ist vor der OP, die ist im Kreis. Ja, die ist vor der OP. die ist gerade im OP und denkt so, komm, ich schreibe nicht, sag ganz schnell. Das gibt es nicht. Iranerinnen und Nasen-OP, weil in der Genetik des iranischen weiblichen Homo sapiens ist es verankert, dieses Gen sich selber verändern zu müssen. Ey, weißt du, stylisch wäre? Ja. Stylisch wäre, wenn ich dich so ins Krankenhaus schicke, dann... Nein, weißt du, was stylisch wäre? Wir gehen eine Woche nach Tunesien, ja, und eine Woche nach Iran. Und drehen so, ja. Nein, weißt du, was geil wäre? Ich habe eine viel bessere Idee. Du gehst alleine eine Woche nach Tunesien und musst so wie ich leben und ich gehe in den Iran. Ja, aber das Problem ist, du kommst nicht mehr zurück. Ja, ich weiß, ich bin weg davon. Ja, du bist, ich komme ja zurück. Ich werde mit Nein, allen. Aber ich kann halt, nee, ich kann als Iraner durchgehen. Ja, das meine ich ja. Du wirst da bleiben, weil du dich wohlfühlen wirst. Ja, ich so, dann machst du deine, da hast du deine Kumpels alle, deine Westsides alle. Da machst du Cribwalk alle im iranischen Zentrum alle. Oder da hast du deine Homies. Denkst du, im Iran geht's ab? Ja, klar. So. Denkst du, die feiern so Eminem und so? Klar, unser Präsident hat Tupac zitiert. Ja, ich weiß, das. Du wärst da voll drin, glaub mir. Ja, kann sein. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich aufgrund meiner Herkunft und aufgrund meiner Konfession da mich. Dass ich Konfessionsgrößen dort interessiert da keinen. Dass ich dort gewissen Ressentiments ausgesetzt werde. Nein. Das kann natürlich auch vorkommen. ja, wir müssen echt nach. Wir müssen sowieso nach Tunesien. Ja, müssen wir hin. Wir müssen, aber jetzt wegen Corona können wir ja nicht fliegen. Aber wenn das. Aber Tunesien ist eh Afrika, ist eh alles dreckig. Ja, aber trotzdem. Corona macht da keinen Unterschied. Du bist sogar, Corona ist sogar gut für dich da, weil du da ganz andere Sachen mitbringst. Ey, meine Eltern waren ja in Tunesien. Die Armen. Wie war's? Ich muss denen einen Urlaub ausgeben. Ja, warum? Was war denn so schlecht an Tunesien? Also, ich weiß, was da schlecht ist, aber. Ich war selber 700 Jahre nicht mehr da. Die kamen, die wollten eigentlich nur entspannen. Ja. Die kamen nach einer Woche so demoliert zurück. Was war da nochmal? Da irgendwas war das da. War eine Schnakenplage. Die wurden eine Woche lang von bestimmt am Tag von 700 Schnaken angegriffen. Mein Vater musste so rumlaufen mit so einem Handtuch, dass diese Schnaken wegbleiben. Im Wasser kamen die Schnaken, beim Essen, im Zimmer. Ich muss das googeln, Alter. Erzähl weiter. Das war nur so richtige Schnakenplage. Die Armen, die weiß wie zerstochen die zurückkamen. Aber denkst du, der wird jemals wieder nach Tunesien fliegen? Ich glaube nicht. Also genau diese Dinge? Ja. Und die haben gestochen überall? Überall. Die haben ihn beim Essen. Aber du musst so überlegen, die haben... Wie lange war dann Tunesien? 6 Tage oder so. Und du musst überlegen, die haben sich ja beschwert, da kamen so Leute mit so Eimern und Desinfektion und sowas und, oder irgendwie Pestizide oder irgendwie sowas, haben die das rumgesprüht. Dann sind ein paar gestorben, aber es waren so von 700 dann nur noch 400. Ja, Ungeziefer. Ja. Wie die Nafris halt sind. So, und du kannst sie auch nicht killen. Und dann sage ich zu meinem Vater, warum hast du am ersten Tag mich nicht angerufen oder dich beim Reiseleiter beschwert, ja, dass du ein anderes Hotel willst? Ja. Sagt er, daran habe ich nicht gedacht. Ich sag so, nee, nicht, weil er dich daran gedacht hat. Sagt, ich war so beschäftigt zu kämpfen da, so, dass ich gesagt habe, ich muss nur deine Mutter beschützen. Ja. Und ich habe nur überlegt für mein Leben. Ja. Sagt er, ich habe nicht Reiseleiter anrufen, E-Mail schreiben. Sagt er, die kam, wie soll ich schreiben? Wie soll ich anrufen? Die hat mich kaputt gemacht. Ey, geil. Ja, deswegen der Arm hat. Aber er sagt, wunderschön. Hat ihm das Land gefallen? Mhm. Krass. Aber er fand es sauber. Ja, das Land, guck mal, jetzt. Das Land hat ja nur eine Straße. Sagt der Land. Die Straße da, Alter, und dann mehr. Ja. Wie heißt die? Tejuin, Talawin. Wie heißt die alle? Tatooine, Alter. Da wird Star Wars gedreht. Du kannst das. Ja. Wann denkst du, im Iran wird jemals Star Wars gedreht? Nee, wir haben aber denkst nicht du, nur meine Tochter. Nicht nur, ja, das ist ein Killerfilm. Ja, aber der ist nicht in Iran gedreht worden. Ja, egal, der ist Marokko gedreht worden. Ich weiß, die haben uns alle verarscht. Ja.
Und Iraner duschen sich einen Monat nicht, laut dem Film. Nein, das sagen die dann nicht. Das sagen die? Nein! Doch. Nein. So ein Amerikaner sagt zu einem, der Film, ja, Iraner duschen einen Monat. Der Film zeigt nur so, dass Iraner ihre Frauen schlagen. Was ich nicht so schlimm finde. Guck, ey, das ist so geil. Warte, guck mal, ich sag. Guck mal, ich habe immer nicht meine Tochter geguckt. Bis dahin, wo die Frau Überhand gewinnt und so dem Mann entkommt. Das ist ein Scheißfilm. Science-Fiction. Ja, genau. Aber die ganze Zeit, wo die Frau misshandelt wird von ihrem iranischen Mann, das war eine bombastische Unterhaltung. Nein, jetzt mal ehrlich. Guck mal. Guck mal, in Tunesien wurde Star Wars gedreht. Ich überlege, wann meine Karriere irgendwann zu Ende. Ja, und Indiana Jones. Was wurde im Iran gedreht? Nichts. Iran, weißt du, wie viel ihr bekannt seid? Für 300. Ja. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum die Iraner sich beschwert haben über 300, weil ich fand, dass der Führer der Perser da genau... Boah, hör mal auf. Nein, so stelle ich mir Iraner vor, mit Nasenringen und so, Kette und so. Du weißt schon, mein Vater hört das. Dann fängt er wieder mit der Diskussion an. Sagt er, Nisa, warum sagst du sowas? Das ist nicht in Ordnung. Ich mache doch nur Spaß. Guck mal, wie süß der ist. Der denkt so, ich mache nur Spaß. Onkel. So, der sich aufgeregt hat, als er den König gesehen hat. Boah, aber ich fand, okay. Das war schon sehr, es war schon sehr nah an der Guck mal, Realität. Du hast eben halt so, du hast einen anderen Anblick. Du siehst diese Iraner, die so bei Insta so tanzen. Und so. Ja, genau, mit diesen Frisuren. Ja, ja, das ist okay, das ist Bruder. Ja. Bruder, Mann, das ist schon schlimm. Aber wir haben auch stabile. Ja, warte, warte. Okay, was stört dich persönlich an dem persischen Herrscher bei 300? Was stört dich da? Erstmal der Nasenring. Ja, warum? Ja, weil das und Lippenstift. Das ist normal bei Iran. Nein, Gott. Das war schon schlimm, das war übertrieben. Übertrieben. Und die Griechen sahen alle so stylisch aus, mit Bart, ja, geile Körper. Wir sahen aus wie Geisterspäne. Ja, die haben unsere Soldaten so krüppelhaft gemacht. Ja, ey, das ist schon behindert. Ja, der eine hat 6 Arme gehabt. Ja, das passt. Das ist gestört. Oder da kommt dieser 300, der hat ein Sixpack und dann, guck mal, dann ist unser Repräsentant ein Schwarzer, so der unsere Dinge bringt. Ja, Iraner hören ja Hip-Hop. Da war wahrscheinlich so ein Konzert und die haben den behalten. Das war Redman, Alter. Ja, Redman, Iran. Auf jeden Fall, dann, wir hatten so 3 Augen und so, das ist schon übertrieben, Alter. Bruder, was ist das für ein Film? Also hat dir 300 nicht gefallen? Ich fand den cool. Also du bist da so... Ich fand aber nur einen Satz stylisch. Ja, ja, ist ja klar, welcher. Welcher? Das ist Sparta. Nein, das nicht. Nein, was denn? Bruder, das ist Sparta, was ist das, Alter? Ja, okay. Ein Tritt in die Brust und dann weg. Ja. Bruder, das war, wo der eine Typ kam und sagt so, wenn die Perser kommen, dann wird die Sonne dunkel. Und er weiß nicht, was er meint. Ja. So den ganzen Film. Ja. Und dann sieht er die 20.000 Pfeile über die Luft kommen und du siehst, die Sonne wird kurz dunkel. Wegen den Pfeilen. Ja. Das ist Gänsehaut. Aber Rest, Film, da so ein Krüppel, Bruder. Dann so eine mit da. Hast du eigentlich 300 Teil 2 gesehen? Nein, noch Teil. Bruder, ich guck doch nicht jeden Scheiß Teil 2. Deswegen. Aber in Tunesien wurde Star Wars gedreht. Ja, in Tunesien. Ich glaube, deswegen lebt noch das Land davon. Ja, nur davon lebt das noch. Weil die von 1977 bis jetzt leben die davon. Weil, weißt du warum? Das war so. Sonst gibt's doch noch nichts. Die haben, die leben immer noch. Die Hotels haben sich deswegen... Ja, etabliert. Aber du musst überlegen, die waren ja 6 Monate da. Guck mal, George Lucas hat so Respekt vor Tunesien. Wie heißt der? George Lucas hat so Respekt gehabt vor Tunesien, dass der Planet, wo die Tunesien-Szenen gedreht wurden, der auch Tatooine heißt. Bei Star Wars, der Planet heißt Tatooine. Also der Ding heißt... Planet Tatooine musst du eingeben. Okay, warte. Da wohnt Luke Skywalker. Okay. So. Planet... Warte, der heißt wirklich so. Ja, Planeta... Also T-A-T-O-O-I-N-E. Okay, so heißt der, ne? Ne, mit C. Ah, okay. Weil ich habe mit dem Namen ein bisschen... Was ist denn? Was ist denn? Was willst du denn machen? Jetzt? Boah, bist du asozial, das ist geil. Warte. Tatooine, alle. Tatooine, alle. Das sind keine Pyjamisten, Tatooine. Da waren nur Pyjamisten. Was soll ich jetzt noch eingeben? Gib Planet Tatooine ein. Planet. Es gibt keinen Planet Teheran. Ja, Tatooine. So, was Star Wars, hier. Ja. Jo, es gibt eigene. Sogar
Diese Scheiße hat Wikipedia-Eintrag. Ja, normal, was denkst du? So. Fiktiver Wüstenplanet aus Star Wars. Ja, hier haben wir es hier. Aber guck mal, der Ort, da wird nicht mal... Drehort von Mos Espa, Heimatstadt Anakin Skywalkers, nordwestlich der Stadt Tusr in Tunesien. Pah! Boom, boom, boom! Auf jeden Fall, Tatooine hat viel zu bieten, sehe ich. Ja, Sand und Sand. Sand und ab und zu Sand. Also ist das gar nicht so weit hergeholt, das Land, das der Planet. Ja, Sand für Wüstenplanet, ja klar. Ich glaube, ich habe nie Sage gefunden. Sag mal. Ey, würdest du mit so einer tunesischen Airline fliegen? Niemals. So, aber dann ist ja so richtig... Ich fliege nur grundsätzlich mit sehr bekannten Fluggesellschaften. Ja, Mann, da kannst du. Lufthansa, Condor. Überleg mal, wie krank die Leute sind, die mit tunesischen Airlines fliegen, weil der Pilot ist ein Araber. Wie kannst du überhaupt mit fliegen, wenn ein Pilot ein Araber ist? Ja, aber die Sache ist, was gibt's da zu essen? Bestimmt geiles Essen, ja, ne? Ja, Essen ist geil. Aber ist doch egal, wenn es... Es gibt auch im Iran Flug so Safran. Ja. Doch, gibt's. Wie kann das sein, wenn das so teuer ist angeblich? Weil wir sparen an der Technik und geben das so lieber beim... ein Flugmotor nur so. Ja. Wie teuer soll Safran angeblich sein? Ich sag dir, wie teuer, komm. Boah, jetzt ey, googelst du irgend so einen Mist zusammen. Nein, ich, hier, wir haben... Ich google selber, ich trau dir nicht. Oha, das war sehr hart jetzt. Safran, Preis. Preisprogramm, gib mal ein. Preisprogramm. So. So. 18 Euro. Ist das viel? Für ein Gramm Gewürz? Ich kann das... Das teuerste Gewürz der Welt. Hier. Warum schwanken die Safranpreise? Bla, bla, bla. Guck mal. Pro Kilogramm. Hör dir genau zu. Ja. Das, was ich dir gesagt habe, diese einzelne Faden, ne? Ja. Pro Kilogramm Safran benötigt man ca. 200.000 Blüten. Und? Denkt ihr auch jetzt, ihr seid krass? Ja, klar. Guck mal. Gourmet-Fachhandel. Bruder, ich kauf Safran im Aldi. Ja, wow. Kauf doch Planeten Tatooine. So, meine Damen und Herren. Warte, ich will nur was, auch noch eine Sache vorlesen. Ja, was denn? Willst du, aber du verabschiede dich schon mal, alles gut. Ja, also meine Damen und Herren, wir haben ein folgendes Statement hier abzugeben. Unser Triangel-Spezialist und unser Georgia-Wisconsin-Präsident. Ja. Der natürlich dem Triangel-Spezialist immer einen Aufenthalt für Lebenszeit in Georgia, Wisconsin vorgelegen hat. Er hat es aber nicht unterschrieben, er hat es verknüllt und hat es wieder weggeschmissen und hat gesagt, ich bin ein freier Mensch. Tunesien ist einer der bedeutendsten Exporteure von Olivenöl. Warum gibt ihr immer kein Olivenöl? Ja. Warum seid ihr so... Im Süden gibt es auch vereinzelt extensive Viehzucht. Vereinzelt, diese 10 Stück. Ey, willst du das Land retten? Tunesien? Ich weiß, wie man Tunesien retten kann. Man wirft 5 Euro hin und dann können die 10 Jahre. Denkst du, irgendwann wirst du wie Muhammad Ali, wenn du nach Tunesien kommst? Ja, so am Flughafen. Nein. Die haben keinen Flughafen. Guck mal, im Jahr 2006 wurde in Tunesien fast 110.000 Tonnen Fisch verarbeitet. Das ist sehr interessant. Erzähl mir doch in der nächsten Folge komplett eine ganze Folge darüber was. So, meine Damen und Herren, wir hören jetzt auf. Ja, wir hören jetzt auf. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zum Kack auf Tunesien, Kack auf Iran. Ja. Deutschland ist das Land, Baby. Ja, also, es war mir wieder eine Ehre und eine Freude. Alles ohne Gewehr hier. Okay, einmal hier. Okay. So. Er hat aufgehört, Gott sei Dank. Und abonniert, geht auf den YouTube-Channel, abonniert, geht auf Spotify, abonniert, gibt uns ein Herzchen, ja, liebt gibt uns like, guckt die Werbung zu Ende. Ja. Reicht doch. Was, ich zieh Jacken von Nisa an, weil ist ich keine richtig, Jacken mir leisten kann. Ich weiß nicht, ob das meine ist. Doch, ist deine. Die ist mir ein bisschen zu gross, weil du einen breiteren Rücken hast. Yeah. Eva. Danke, meine Damen und Herren, das war's von uns. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss.